Okay. Okay. Na gut, dann können wir auf jeden Fall erstmal zur Sezierstation hoch. Und uns da um die Viecher kümmern. So. Schau mal, wo die jetzt rumschleichen. Jetzt. Ah ja, ein bisschen viel Moon Rufiang, aber einer ist tot. Immerhin. Oh, da ist der zweite. Und zweiter ist tot. Sehr geil. Schön. Ja, mit dem Fernglas ist es dann doch wesentlich stressfreier. Also ist immer noch stressig, aber nicht mehr so schlimm. So, wir müssen zur Sezierstation, um da die Karte umzuschreiben. So, nochmal hier rüber. Hä? Doch, aber richtig, oder? Wir mussten doch die Sezierstation, da wurde doch die Karte auf Schlüsselkarte 3 umgeschrieben. Nee, Inkubationsstation. Da wusste. Oh, nee, sag mir jetzt nicht, dass die da unten ist, wo ich gerade herkomme. Mann, ich laufe so tausend Wege doppelt hier. Leute, tut mir echt leid, aber es ist halt, ja, so ist es halt. So, Freezer. Was ist denn, wenn wir jetzt den anderen Bereich einschalten? Diesen hießen quasi. Achso, er will ja springen. Nee, schade. Nee, ich denke, wir müssen tatsächlich runter, deswegen macht das. Deswegen haben wir da unten noch die vielen Feinde gesehen. Irgendwo ist wahrscheinlich ein Rechner, wo man hätte ran müssen. Ah. Okay. Nein, 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 nein. Schön mit der Maus an die Tastatur gekommen. So. Hier, warte mal, hier ist der Freezing-Bereich. Was ist denn da anderen? So, jetzt ist halt nur die Frage. Wo? Können wir hier irgendwo was machen? Können wir hier irgendwie interagieren? Oder müssen wir wirklich da wieder rein zu den Regenerators? Weil dann wäre natürlich. Denn wird klar, dass sie sich noch nicht aktiviert haben. Irgendwie, wenn wir nämlich wahrscheinlich irgendwo erst die Karte umschreiben müssen. So, hier brauchen wir die 3. Da liegt die Feuer raus. Wie wären es noch? Ich guck mal erstmal, ob hier irgendwas ist, wo wir die Karte umschreiben könnten. Ja, hier. Ah, ja, tatsächlich würde ich lieber auf Nummer sicher gehen. Und da ist auch das Werkzeug drin. So, jetzt hätten wir zur Not wirklich nur noch einen Regenerator, mit dem wir arbeiten müssten. Oder mit dem wir arbeiten müssten. Klingt aber auch schön. So, Schraubenschlüssel, wunderbar. Handgranate, schön, haben wir auch noch. So. What? Ich brauche einen Schraubenschlüssel. Hab ich doch. Resident Evil ist einfach schön.
Klar, wird das halt auch mit. Also. Schraubenschlüssel. Granate mehr? Ach, doch hier. Das wird laut. Schlüsselkarte. Oh, mach doch hin, Mann! So, okay, doch anders als wirklich gedacht irgendwie. Kein Regenerado rausgekommen, sondern sind einfach nur ein Haufen Penner gekommen. Schön. Okay, haben wir. So, wenn wir jetzt die Karte nehmen, wird wahrscheinlich noch der letzte Regenerado erwachen. Oder doch nicht. So, okay, dann gehen wir hier mal rein. Na, und bitte? Ach so, ach, das gibt's doch gar nicht. Ach, hier wird sich wahrscheinlich echt hier drin verstecken können, wa? Aha, okay. Ah, okay, hier ist die Zelle. Okay. Hört sich nach Regenerado an. Ashley, jetzt nicht gut. Eieiei. Infektion breitet sich auf jeden Fall aus. Und das Gegengift. Welches wir von Luis Sierra bekommen haben. Scheint zu funktionieren. Du wirst wieder. Bei uns sieht es dafür ein bisschen ranzig aus. Scheiße. So, Kapitel beendet. Leon? Bin spät. Nein. Danke. Die Medizin kam gerade richtig. Kannst du stehen? Die Schuhe erstmal, Alter. Was sind für mega Plateauschuhe, ey? Er hat sich Sorgen gemacht. Schön. Bis zuletzt. Komm, wir haben keine Zeit. Werden wir die Dinger los. Für Luis. Sie wisst doch noch ernst von Luis. Ada, komm. Es gibt ein Labor, in dem wir die Parasiten entfernen können. Dachte, dass du wüsstest, wo es sein könnte. Ihre wichtigsten Einrichtungen befinden sich im Heiligtum auf dem Berg. Versuch's dort. Ada, das wandelnde Lexikon.
Immer gern. Schuldest mir was. Sicher. So, schwere Granate. Und wir sind in Kapitel 14. Was machen? Nein. Zum Berggipfel gehen. Tagebuch eines Forschers. Wir wurden ohne Vorwarnung eingesperrt. Sie bringen einen nach dem anderen in den Nebenraum. Ich weiß nicht, was dort passiert. Eben haben sie Annabelle geholt. Als nächstes bin ich wohl dran. Ich muss nachdenken. Ich muss meine Gedanken ordnen. Plagerinfizierte sind Lord Saddlers hilflos ausgeliefert. Wenn er es anordnet, arbeiten sie sich mit einem Lächeln auf den Lippen zu Tode. Ungünstigerweise sind die Wirte für komplexere Aufgaben so gut wie nicht zu gebrauchen, da ihre Intelligenz quasi auf dem Niveau eines Regenwurms fällt. Dennoch waren wir in der Lage, eine neue überlegene Plagerspezies zu entwickeln. Sie verfügen nicht über die Fähigkeiten zur Verwandlung, dafür aber beeinträchtigen sie nicht die kognitive Leistungsvermögen des Wirts. Sorry für die Stammel hier. Wie es aussieht, wollen sie diese neue Spezies dem Mädchen verabreichen. Offensichtlich ist es von Bedeutung, dass ihre Intelligenz durch die Infektion nicht beeinträchtigt wird. Als Test, die wir durchführen, waren erfolgreich und die Pläne für die Massenproduktion stets bereit. Also, als Tests, für die wir durchführten, waren erfolgreich und die Pläne für die Massenproduktion stehen bereit. Kurz gesagt, das Projekt ist ein voller Erfolg. Aber jetzt bin ich eben hier eingesperrt. Und im Nebenraum bereiten sie gerade alles vor, mir die überlegene Spezies zu initiieren. Annabelle ist nicht mehr sie selbst. Das Lächeln auf ihrem Gesicht ist komplett verschwunden. Würde ich nicht schreien, wäre ich schon längst verrückt geworden. Ach, wenn das hier sicher niemals jemand lesen wird. Auch. Oh, tut mir leid, Leute. Worte wollen heute nicht so richtig raus. So, haben wir hier noch was? Ach, Forellenbarsch. Na klar, der wird lecker sein. Den nehmen wir. So, wo müssen wir hin? Hier haben wir noch mal etwas zum Interagieren. Ja. Oh nein, muss die jetzt... Was denkst du denn? Bitte nicht. Mach von drüben für mich auf, okay? Ich will so eine Zitternummer hier mit der Kleinen. What? Zurück zum Spiel, bitte. Ja? Sorry, irgendwas wollte gerade nicht hier auf dem Rechner. Das kann ich mittlerweile im Schlaf. Die Türen aufmachen, super. Und ein Auftrag. Hat vielleicht jemand kurz Zeit und kann diese blauen Medaillons in einen Scherbenhaufen verwandeln? Ja. Sie sein sollten. Ich weiß, das wird eine gute alte Zeit nicht zurückbringen, aber ich kann das nicht auf mir sitzen lassen. Okay, können wir tun. So, holen wir uns natürlich erstmal hier schnell die Kisten. Hier haben wir auch noch was. Goldener Jeton sogar. Und ein Accessoire, blauer Haarfarbe. Für Ashley. Können wir gleich mal gucken, wie die aussieht. So, Extras, Ashley, Accessoires, blau. Und, was findet ihr besser, rot oder blau, Chat? Schreibt's mal, also ich tendiere tatsächlich eher ein bisschen zu rot. Obwohl blau natürlich mit dem Outfit auch ganz cool kommt. So, in der Zwischenzeit mache ich das hier noch kaputt. Wir gehen mal hier rüber. Rot sieht besser aus. Ich habe neue Ware auf Lager. Oh, schön. Komm, wirf einen Blick drauf. Ja, dann stellen wir mal schnell wieder zurück. Ashley. So. Schwimm. Brille Wennington. Hatten wir die schon? So, okay, mein Lieber, was hast du? Ich hab was Neues für dich, Partner. Oh, was ist das denn, MP5 oder was? Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereuen. Oh, sieht viel besser, okay. Okay. Okay.
Tauschtechnisch 40 will er jetzt dafür haben, Alter, für das spezielle Gerät. Oh, guck mal. Mein Rücken bringt mich um. Das sollten wir auf jeden Fall kaufen. Gerümpel aufzulesen, Fremder? Wer es findet, darf's behalten. Meine Meinung. Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Na, den können wir auf jeden Fall verkaufen, denke ich. Ein hervorragender Deal. So, die Schlüsselkarte wird wahrscheinlich auch nicht mehr so wirklich und der Schraubenschlüssel so von... Kann ich schon kommen, jeder Gebrauch sein, oder? Warte mal, kann man das... Woanders konnte man das nicht irgendwo sehen. Ja, das, ne, Häkchen heißt, wir können es verkaufen, ne? So. Seid wieder willkommen. Ich kauf nicht schlecht. Stirb mir da draußen nicht weg. So, ich hab jetzt schon wieder eine Menge Jetons. Und würde mal schnell unten an den Automaten düsen. Um mal zu gucken, vielleicht kriegen wir noch einen schönen Anhänger. Daumen drücken. Und? Kultanhänger. Grünes Couchset hatten wir, glaube ich, schon, ne? Nein! Ah, 30% häufiger Herstellerbonus auf Minenaussätze. Ja, auf Schießstand halt irgendwie nicht so richtig Bock irgendwie, weil Zeit-Nutzen-Faktor ist für mich irgendwie nicht da. Also ich jetzt sage so, ey, boah, wird's hier nochmal eine halbe Stunde rumballern irgendwie, um was nachher zu bekommen. Irgendwie eventuell Anhänger, die wir schon haben. Mit Sicherheit was ins Auge. Ja. So. Hier. Flintenmunition. Hoha, okay. Ah, wir sehen auch schon die Medaillons, das ist auch schon ganz cool. Okay, gehen wir nochmal raus. Ai. Da müssen wir hoch. So eine fette Krähe, ey. Wir haben ja immer noch. Sehen wir denn die anderen da? Na, Tastatur, Maus, nein! Mann! Wollen wir die Tastatur hier weiter wegschieben, ey? Schon wieder mit der Maus hier hingefahren. Das ist doch ärgerlich. Naja, ich hab ja die Munition hier. Ah, ist ja kein Problem. Kostet die Welt. Gehen wir woanders lang. So, okay. Man sieht doch keinen, ne? So, interessanterweise könnten wir ganz kurz mal das beim Stingray haben. Seht ihr jetzt schon irgendwelche Medaillen? Das wahrscheinlich muss man erst an dem Areal sein, ne? Würde ich mal sagen. So, hier vorne ist auf jeden Fall einer. Eins von fünf. Okay, lass mich raten, wir müssen hier rüber. Oh nee, okay, nicht. Bagger fahren? Jetzt haben wir natürlich Ashley wieder dabei. Entfern dich. Ja. Entfern dich.
So, mit einem gezielten Klötenschuss geht das doch immer gut. So, okay, haben wir. So, habe ich gerade hier eine Medaille gesehen? Oder nicht? Nee, ist ein Händlerfeuer da oben. Ah, hier ist aber einer. Haben wir. Nummer 2 von 5. Und 2 Kisten. Viel zu ruhig hier. Ist viel zu ruhig. Nummer 3. So, okay. Jetzt hier durchlaufen. Finden wir nochmal einen kleinen Schatz. Hier nochmal rein, ne? Wir müssen sogar. Ah, kann sein, dass wir sogar nach oben müssen dafür. Man hat es schon vorher gehört. Na gut, dann Treppe hoch mit uns. Mal gucken, der Rest wird wahrscheinlich oben zu finden sein. Grünes Kraut. Schön. Echt? Verdammte Axt. Pistolenmunition kann ich leider nicht ignorieren. Dafür gibt es einfach zu wenig. So, Ashley, du kannst mal verstecken hier. Oh, Goldarmreif. Okay. So, wo ist denn hier die Pistolenmunition? Ja. 10 Stück, sehr schön. Das finde ich gut. Oben war sie ja noch inne, okay. Guter Schuss. Dankeschön. So, eine fehlt noch. Und dann hätten wir alle blauen Medaillen. So, wo haben wir denn hier den Schatz? Wo ist der Schatz? Wo ist der Schatz? Boah, echt jetzt? Penner, ey. Mann. Ist aber auch gut versteckt hier. Kann man nicht anders sagen. So, einer ist unten in der Ecke noch. Den mal schnell. Wo gehst du hin? Sag dir nicht. Muss da raten. Voilà. Okay. Eigentlich immer recht gut zu sehen. Vielleicht von oben. Ja, von oben zu sehen. So, Kampf abgeschlossen dafür. So, der nächste Händler ist ein bisschen entfernt. Aber das ist ja geduldig. Vorsichtig. Das wird laut. Der kam gut. Oh. So, und Ruhe im Karton, Freunde. Sehr schön. So, schauen wir uns hier vorne die Kiste noch an. Zu. Verschlossen. Verschlossen. Schon lange keine Ramon-Figur mehr gesehen. Oder gefunden. Wahrscheinlich schon an zig vorbeigelaufen. Oder so, da stand der kleine Scheiß, also. Okay. Müssen wir wahrscheinlich von oben reinhüpfen.
Herrschaftszeiten. So, okay. Bisschen Schießpulver, auch ganz gut. Ja, schwere Granate, sehr geil. So, und hier können wir bloß hier runterhüpfen. Ah, nie. Hilf mir hier mal kurz. Gut. Kennt man ja wahrscheinlich so diese Hebel, die man die ganze Zeit halten muss, weil ansonsten nicht die Tür wieder zu. Wer konstruiert so eine Scheiße? Echt, wer konstruiert so einen Scheiß? Ach. Wo denn? Wo ist er? Ah, Käse. Wie ist er denn jetzt da bitte runtergekommen? Ist er aus dem Fenster gesprungen oder was? Ja, schafft's eben. Ashley in den Händen des Gegners. Nein! Zack, so. Denn also nochmal. Hat er jetzt die... Nee, hat er nicht. Zack. So, grundsätzlich ist natürlich auch die Frage, ob jetzt die Granate wieder da ist. Ich denke nämlich nicht. Ja. Hey. Hey. So, wie sieht's denn mit der Shotgun aus? Wollen wir die mal ein bisschen nachladen, damit wir hier ein bisschen durchmarschieren. Okay, ist doch runtergesprungen. Hey, hier drüben! Ashley! Oh, hoppala, Ashley. Geht's dir gut? Ja. Du musst aufpassen, Ashley, da darfst du nicht dazwischen laufen. Nur so Ashley, so ein Headshot hier eben, Alter. Eieieiei. Nicht gut. So, ist aber halt, wie gesagt, immer... Immer so ein bisschen ungünstig, irgendwie, wenn Ashley jetzt halt immer dabei ist. Würde Blöcke immer ein bisschen entführt. Scheibenkleister, hau ab! Leon, nein! Nachladen! Heilung! Ach. Ekelhaft, Alter. Warum hat er denn jetzt das Scharfschützengewehr an der Hand? Ey, einmal Kontrolle über die Situation. Das wär ein Traum von mir. Kinder, nee, echt jetzt. Glatet jetzt hier nochmal. Nee, komm. Stirb!
Das machen wir nochmal. Das war nichts. Kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr an einem bestimmten Punkt seid und ihr einfach sagt so, okay, ja, das, nein. Nein, das, nein. Nochmal. Bitte nochmal.